Hallöchen, ihr Lieben. Ja, heute spät, aber besser als nie, ne? Hier liegen die Karten schon. Und zwar hatte ich gerade ein kleines Problem. Ich habe meine Karten vergessen, mir hier hinzulegen, die ich aber unbedingt noch brauche. Und ich habe sie auch so schnell nicht gefunden. Und deswegen habe ich jetzt einfach die Karten liegen gelassen. Und fangen jetzt nochmal neu an. Denkt dann, es ist ein allgemeines Reading. Ne? Schön, dass ihr erstmal wieder hier seid und bei mir seid. Das habe ich vergessen. Und ich spreche mal aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Genau, wir schauen hier auf die Tagesenergie. Und heute ist immer genau dann, wann du dieses Reading findest. So, wir haben das Ass der Münzen und den König der Kelche bekommen. Und da habe ich wirklich das Gefühl, dass heute etwas in die Stabilität kommt, in die Sicherheit kommt. Ja, eventuell erhältst du heute auch eine Überraschung, ja, in Form einer Einladung, einer lieben Nachricht. Und wo du auch merkst, okay, da möchte jemand was in die Stabilität bringen. Ja, grundsätzlich kann es auch sein, dass du heute ein schönes Geschenk erhältst. Ja, etwas, was du dir vielleicht auch selber kaufst, ja. Oder tatsächlich irgendwie geht dir dein Herz heute auf, ja, in einer Situation, die für dich auch so ein bisschen unklar war, wo du vielleicht auch nicht so wusstest, ne, wie geht's weiter. Ich habe das Gefühl, da bekommst du Unterstützung, du bekommst hier auch so ein bisschen, ja, Unterstützung vom Universum, aber auch wirklich von irgendeinem Menschen aus deinem Umfeld, ja, vielleicht sind es auch liebe Worte, die dir jemand schickt oder sagt. Gleichzeitig kann es hier sich auch um ein Treffen handeln, ja. Krebs, Fische, Skorpion, könntest du es mit zu tun haben oder du selbst bist dieses Sternzeichen. Das habe ich hier auch schon mal liegen. Allerdings machen wir die Sternzeichen noch. So, wir schauen mal weiter, was du heute eventuell hier noch erwarten kannst. Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tag. Ich habe das Gefühl auch, dass heute eine neue Chance bei dir reinflattert, ja, eine Chance vielleicht auch etwas zu verkaufen, etwas zu kaufen, ein gutes Angebot habe ich hier für den einen oder anderen. Vielleicht findet auch einer von euch irgendwas Verlorenes wieder, ja, es kann natürlich auch sein, dass sich hier jemand aus der Vergangenheit wieder bei dir meldet oder dass du heute auch einen komplett neuen Menschen kennenlernst, ja, und das könnte etwas tatsächlich mit einer Reise zu tun haben. Ja, wir haben das Haus, hier geht es um Sicherheit und Stabilität, ja. Vielleicht kaufst du dir auch etwas für dein Haus, ja, und es ist so, dass dir das Herz aufgeht, ja. Du integrierst es dann und dann sagst du, wow, das passt wie Arsch auf einmal, das ist super, gefällt mir, ja, und du bist einfach glücklich. Also so eine Energie haben wir hier. Grundsätzlich auch mit dem Haus kann es natürlich auch um familiäre Themen gehen, wo ich das Gefühl habe, hier kommt etwas in die Klarheit, hier siehst du vielleicht auch etwas, ich weiß es nicht, für den einen oder anderen kann es sein, dass du etwas über den Social Media siehst, ja, wo du sagst, ah, okay, da fühle ich mich gerade irgendwie doch mit angesprochen, es ist aber was Gutes, ja, vielleicht auch eine Botschaft von deinem Herzensmenschen, ja, dass du da einen Status setzt und du weißt ganz genau, okay, damit bin ich gemeint, ja. Vielleicht ist es auch so, dass du heute wirklich so ein bisschen umdekorierst, dass du heute einfach so vielleicht neue Dinge wirklich für die Wohnung kaufst, Einrichtung oder sowas. Ja, das könnte ja auch eine Rolle spielen. Sowas haben wir hier. Heute ist es irgendwie wichtig, ihr Lieben, lüftet mal gut. Ja, ich habe das Gefühl, es ist ganz wichtig, dass man heute die Räumlichkeit mal wirklich gut durchlüftet, ja, und dass sich Energien klären können. Denn die Möglichkeit heute ist gut geboten, ja. Schauen wir mal weiter. Eventuell kommt auch jemand direkt in dein Haus, ja, die Hoffnung, großes Wasser, zeigt hier auch nochmal an, dass ich wirklich das Gefühl habe, hier kommt jemand sehr hoffnungsvoll auf dich zu, möchte wieder was in die Stabilität bringen. Es könnte sogar für den einen oder anderen sein, dass jemand wirklich unerwartet vor deiner Tür steht, ja. Also sowas haben wir hier auch. Wir haben ja auch drei Wasserfälle drauf, das ist auch, die drei ist die gute Chance, ja, hier auf jeden Fall wieder was in die Balance zu bringen und auch habe ich hier so eine gewisse Heilungsenergie, ja, vielleicht merkst du einfach heute, dass etwas in die Heilung geht, das kann auch was mit deinem inneren Zuhause zu tun haben, für die einen oder anderen kann es auch wichtig sein, dass wenn du wirklich gerade momentan Probleme mit deiner Gesundheit hast, ja, dass du heute dir die entsprechenden Tees reinpfeifst oder dass du auch wirklich darauf achtest, dass du genug trinkst, das bekomme ich heute auch nochmal rein. So.
Und das unverhoffte Geld. Ja, also, aber das ist so krass, ey. Weil ich das Gefühl habe, hier kommt wirklich was rein, was komplett unverhofft ist. Ja, wo du sagst, wow, entweder ist es wirklich auch ein Geldeingang, den du heute bekommst, ja, wo du sagst, oh, das rettet mir gerade wirklich irgendwie meinen Arsch, ja, und du bist einfach erleichtert. Oder es ist tatsächlich so, es kommt irgendein Geschenk zu dir oder tatsächlich du verschenkst auch etwas, ja, und das macht jemand anderen sehr viel Freude. Auch sowas haben wir hier drin, ja. Grundsätzlich sehe ich hier, sagt jemand unverhofft Hallo zu dir und das könnte hier auch tatsächlich, ich habe hier auch irgendwie für den einen oder anderen, kann es hier um jemanden gehen, der aus deiner Nachbarschaft kommt, ja, oder Nachbarort oder so. Also das kommt mir heute auch ganz klar durch. Vielleicht ist nicht so eine große Distanz zwischen dir und deinem Gegenüber, ja. Dann wäre das hier auf jeden Fall auch nochmal ein Hinweis, dass es heute tatsächlich so sein könnte, dass man hier unverhofft eben mit ganz großer Hoffnung auf dich zukommt. Man möchte hier was in die Stabilität bringen, ja. Auch eine Einladung, wie gesagt, ist hier definitiv möglich. Wow, was für eine Tagesenergie schon wieder. Du könntest es auf jeden Fall mit einer Person zu tun haben, das kriege ich jetzt auch noch durch, die sehr sensibel ist. Es ist eine sensible Person, es ist jemand, der das Herz am rechten Fleck hat. Ich habe hier aber auch eine Person, die sehr fleißig ist, vielleicht auch sehr bodenständig ist, grundsätzlich gut im Leben dasteht, auch finanziell ganz gut dasteht. Und es kann auch sein, dass man hier wirklich finanziell Unterstützung zusichert und das ziemlich unverhofft. Ja, man hat vielleicht mitbekommen, irgendwie, dass du finanzielle Probleme hast oder so und da hilft man dir unerwartet. So, was kriegen wir denn noch für den heutigen Tag? Ja, wir haben hier den Mond. Das ist auch Innenschau, Schattenthema und Geheimnisse. Ich habe hier das Gefühl, hier lüftet sich ein Geheimnis, ja, weil eben hier die Wolke die Münze trägt, ja. Und ich habe hier wirklich das Gefühl, es geht hier um deine Sicherheit, deine Stabilität, die dir heute auch nochmal bewusst wird, ja, aufgrund vielleicht auch einer Unterstützung, ja. Etwas auch in Bezug auf das Häusliche könnte das sein. Bezüglich deiner Wohnung. Es kann auch sein, dass du heute sogar noch eine Nachricht von einem Vermieter oder Mieter bekommst, ja. Und da eröffnet sich dir etwas, wo du sagst, oh, ich kann jetzt einfach wieder ruhiger schlafen, ja. Also sowas haben wir hier auch noch mit drin. Und grundsätzlich scheint hier jemand etwas, ein Geheimnis zu offenbaren, ja. Durch eine Kontaktaufnahme. Okay. Was kriegen wir noch? Ja, wir haben hier Wachstum, Gesundheit, Familie und Verwurzelte. Das ist das, was ich ja schon gesagt habe. Es kann hier für den einen oder anderen wirklich auch um seelische Probleme gehen, die sich jetzt in die Verbesserung, kommen. Vielleicht hast du es auch mit jemandem zu tun, der seelische Probleme hat, ja. Und du merkst, okay, die Person ist wieder besser drauf, der Person geht's besser, ja. Es könnte auch möglich sein. Oder es geht hier auch wirklich um deine Gesundheit, die jetzt sich verbessert, ja. Oder es ist wirklich dieses generelle Wachstum, ja, wo du merkst, okay, die Dinge entwickeln sich jetzt einfach ins Positive und das passiert hier super unverhofft, ja. Also während du dieses Video guckst, könnte es sein, dass du wirklich kopfschüttelnd da sitzt und sagst, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, nee, kannst du auch nicht, weil das wirklich unverhofft kommt, ja. Also wir haben so eine spontane Energie hier, das ist krass. Okay. Und das ist was Unverhofftes Positives, ja, also nichts Negatives. Huch, so. Eine nehmen wir noch für den heutigen Tag. Ja, das bist du. Also, dir wird es besser gehen, ja, du hast ja auch deine Spirit Guides, ja, an deiner Seite. Ich habe auch die geistige Welt hier für dich. Vielleicht beschäftigst du dich heute auch mit Naturheilkunde, vielleicht gehst du heute spazieren, ja, und du merkst einfach, wie du zu mehr und neuer Energie kommst und wie dein Innenleben, ja, deine Emotionen sich einfach auch beruhigen. Das merkst du heute ganz, ganz klar. Ja, also das haben wir hier auch. Für den einen oder anderen hast du hier auch wirklich Schattenarbeit betrieben. Ja, und wir sehen jetzt, hier kommt eine neue Chance als Belohnung sozusagen auch auf dich zu. Das habe ich hier auch mit drin. Okay,
ziehen wir noch ein Krafttier vor heute. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, vielleicht renovierst du heute auch. Ne? Also es könnte sein, dass du irgendwas renovierst und während du renovierst, könnte da so eine Nachricht reinkommen, ja, die dich aber positiv überrascht. Hier haben wir die Berghammer. Es geht um Beziehungen. Es geht mit dem Storch auch um die Fruchtbarkeit. Der Bote des Frühlings kündigt eine neue und fruchtbare Phase an. Deine Vorhaben stehen unter einem günstigen Stern. Ja, also alles, was du dir heute vorgenommen hast, da sehe ich wirklich, du wirst zufrieden sein. So ein bisschen diese Desaster-Energie, die einige von euch, habe ich auch gelesen, in den Kommentaren haben, ja, die geht jetzt raus und es geht hier wirklich in die positive Veränderung. Das ist doch wirklich mal schön. Für den einen oder anderen kann es wirklich sein, dass du Wasser in den Beinen hast, ja. Auch da sehe ich eine Verbesserung durch Bewegung tatsächlich. Oder auch vielleicht machst du irgendwie, ich weiß es nicht, Kneipen oder so, ne? Also Kneippbäder, das kriege ich hier noch rein. Vielleicht hast du aber auch heute irgendwie so, dass du in die Therme gehst, dass du irgendwie schwimmen gehst, ja. Mit Wasser zu tun hast oder eben am Wasser spazieren gehst. Und da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, da kommt eine Verbesserung rein. Ja, also leidest du stark unter Wasser in den Beinen, sehe ich hier auch, das verbessert sich. So, und wir haben wieder, es gibt keinen Grund zur Sorge. Du bist beschützt und diese Situation ist unter perfekter Kontrolle der göttlichen Vorsehung und universellen Ordnung. Erfülle die Situation ausschließlich mit liebevollen Gedanken und Emotionen, um sicherzustellen, dass das höchstmögliche Resultat mühelos zu dir und durch dich hindurch fließt. Ja, also ich habe wirklich das Gefühl, hier kommt ein Friedensangebot rein. Ja, für den einen oder anderen kann es hier um eine Versöhnung gehen. Es kann darum gehen, dass man sich aussprechen möchte, dass man etwas wirklich in die positiven Veränderungen bringen will. Und grundsätzlich gibt es heute wirklich kein Grund zur Sorge. Die Karte hatten wir gestern schon. Es zieht sich also durchs Wochenende weiter. Ja, also auch für heute. Und ich finde das immer gut, weil vielleicht sorgst du dich auch um eine Situation, was mit deiner Häuslichkeit zu tun hat. Vielleicht möchtest du tatsächlich auch umziehen, ja. Und du machst dir Sorgen, dass du nichts findest. Ich sehe, hier kommt unerwartet und unverhofft wirklich ein Angebot rein, wo du zumindest merkst, okay, jetzt kann ich wieder ein bisschen ruhiger schlafen, ich habe da was, ne. Vielleicht ist es auch nicht unbedingt das, was du jetzt sagst, wow, das ist topmäßig, ja, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo du sagst, damit kannst du leben, ja, so haben wir das heute. Okay, schauen wir noch auf die Zeitkarten. Hier haben wir die 12 und die 5, so, und die 12 ist der Gehängte, ja, die 21 ist die Welt, das ist dieser Abschluss, die 5 sind die Herausforderungen, die 10 ist das Rad des Schicksals, ja. Und ich habe hier wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass das Ganze schicksalshaft hier passiert, dass jetzt hier eine Stagnation herausgeht, ja, auch zwischen dir und einem Menschen. Oder in einer Situation geht Stagnation heraus, die sehr herausfordernd für dich war. Und das spürst du heute auch durch den Tag durch, ja. Also sehr, sehr schön. Wir haben hier die 21, wir haben die 25, wir haben die 15 und die 12. Und natürlich die 5 und also der Monat 5 und der Monat 12 könnte für dich auch noch wichtig sein. Der 5.12. könnte ein wichtiges Datum für dich sein, ja. Oder beziehungsweise habe ich auch noch die Zahl 17, das könnte für dich auch noch wichtig sein. Vielleicht kannst du diese Zahlen irgendwie zuordnen, ja. Einmal kann es sein, dass du diese Zahlen in deinem Geburtstag mit drin hast oder beziehungsweise du hast die 125 in deiner Postleitzahl mit drin oder deine Hausnummer ist hier noch mit angezeigt, die 55 kommt mir auch rein, ja. Vielleicht schaust du auch häufig um 12.12 Uhr auf die Uhr oder 5.55 Uhr, ja. Dass du da irgendwie diese Uhrzeiten häufig siehst. Auch das könnte für dich hier ein Impuls sein. Ja, und wir haben hier so diese Verschlingelungen, ja, die sich jetzt auflösen und der Weg geht weiter, ne? Das ist auch hier ziemlich bildlich sehr schön angezeigt. Wow, ein Zyklus, der hier zu Ende geht. Es wird rund. Du entscheidest selber, ja, du solltest dich hier wirklich auch auf das Positive fokussieren, ja,
und raus aus dem Pessimismus, raus aus der Stagnation. Gehe die Dinge heute auch an, die du dir vorgenommen hast. Ja, das ist ja auch noch ein Impuls. Ganz, ganz wichtig, und vielleicht verschönerst du heute auch irgendwas, ja, und das wird dir gut tun. Dekoriere es dir gemütlich, dekoriere es dir schön, räum vielleicht ein bisschen auf, ja, also solche Dinge kriege ich hier rein, und du wirst merken, dass es wieder float, ja. Also heute haben wir wieder auch den Flow mit drin. So, wir ziehen noch eine Engelsbotschaft für heute. Okay. Chantal, eine neue Romanze steht vor der Tür. Sei es mit jemand Neuem oder durch Wiederentfachen der Leidenschaft in deiner existierenden Beziehung. Sei bereit, Liebe zu geben und zu empfangen. Also besser kann man es jetzt nicht beschreiben. Ja? Der Buchstabe C könnte für dich wichtig sein. Ich glaube, dazu brauche ich auch nichts mehr sagen, weil das habe ich ja schon gesagt. Ne? Also Hammer-Energie, ihr Lieben. Das ist echt mal geil. Jetzt ziehen wir uns noch eine Hardcard. Engel für Reife und Weisheit, die Zahl 10. Auch hier spiegelt sich die Zahl 10 wieder. Jetzt muss ich es erstmal ranholen, weil ich kann es nicht lesen. Ich komme mehr und mehr an meine innere Weisheit heran. Also hier ist auch ein Aufstieg zu sehen, ne? Ein Aufstieg für dich auch in deiner Spiritualität. Aber auch eben ein Schattenthema, was du dir hier angeschaut hast. Das kann was mit der Familie zu tun haben, es kann ein altes Familienthema sein, es kann aber auch etwas Gesundheitliches sein. Ja, das kriege ich ja auch noch rein. Und hier haben wir noch den Engel für Erneuerung und Entwicklung, die Zahl 26 oder die Zahl 62. Ich lasse alle Erneuerungen zu und wandle mich im Laufe meines Lebens. Ja. Genau, also hier geht es darum, lasse diese Erneuerung zu. Das Ass der Münzen sagt schon, das ist Jackpot, ja. Das Ass der Münzen ist für mich die zweitgrößte Glückskarte im Tarot nach der Sonne. Ja, und das sehen wir hier auch, ne? Also, wow. Das ist echt schön. Und falls du es hier mit einem Gegenüber zu tun hast, ja, der sehr unreif gewesen ist, wirst du merken, da ist eine Entwicklung, hat da stattgefunden im Hintergrund, ja, vielleicht auch in der Pause. Und hier hat sich jemand tatsächlich erneuert. Und es kann auch sein, dass jemand sich optisch sehr verändert hat, ja. Optisch sehr verändert hat und vielleicht auch ein bisschen älter aussieht, als er ist. Das habe ich hier auch. So. Gut, Sternzeichen? Nee, das war nicht stimmig. Für welche Sternzeichen ist das hier wichtig? Wir haben hier Fische, also Krebs, Fische, Skorpion sind sowieso dabei. Dann haben wir hier Zwillinge. Dann haben wir hier Löwe. Dann haben wir den Widder. Und dann haben wir hier die Waage und im Unterdeck habe ich hier noch den Skorpion. Ja, für diese Sternzeichen kann es hier wirklich wichtig sein, aber auch wenn dein Sternzeichen nicht genannt wurde, kann das dein Reading sein. Die Sternzeichen können passen, ihr Lieben, sie müssen nicht immer passen. Ja, ganz, ganz wichtig. Und jetzt schauen wir noch auf die Charms. Wir haben hier hoch das K und das N. Also für, vielleicht kannst du mit diesem Buchstaben tatsächlich irgendwas anfangen. Mir kommt tatsächlich Köln heute rein. Vielleicht kannst du mit der Stadt Köln etwas anfangen, ja. Und ansonsten können es eben Vor- oder Nachnamen sein, die mit K beginnen oder KN, was häufig im Namen mit drinne ist, ja, oder auch eine Stadt, wie gesagt, kann es sein. Wir haben hier die Musikbotschaften. Tatsächlich, für einige könnte Contra K tatsächlich wichtig sein, ja, vielleicht hörst du das momentan viel. Vielleicht gibt es da ein Lied, was dir immer wieder gespielt wird, ja, das ist hier auch eine Musikbotschaft für dich. So, dann haben wir hier das weibliche Skelett, es geht um deine eigene Transformation, es geht auch darum, dass du jetzt wieder aus dem Quark kommst, ja, vielleicht bist du auch selber nicht aus dem Quark gekommen, du hast stagniert, du hast gehangen, ja, und das geht jetzt raus, du legst jetzt wieder los, du kommst wieder in deinen Flow, ja, das haben wir hier auch, und das mit Sicherheit, wir haben den Nullschlüssel, das ist der Neubeginn, auch wieder krass, ja, weil wir hier auch schon die Erneuerung hatte, die Sternschnuppe, ein Wunsch kann sich jetzt erfüllen, ja, vielleicht hast du auch in den letzten Tagen eine Sternschnuppe gesehen, du hast dir etwas gewünscht, es kann sein, dass dieser Wunsch heute in Erfüllung geht. Hier haben wir die Libelle, ist auch nochmal alles auf neu, ja, alles auf null, hier möchte jemand wirklich
mit dir in etwas Stabiles, Festes gehen. Ja, das könntest du eben auch merken. Und vielleicht bekommst du auch schon ganz viele Botschaften bezüglich dieses Menschen. Denn ich habe das Gefühl, er klopft hier energetisch schon bei dir an der Tür an. Ja, und es liegt dann an dir, wie du dich entscheidest. Ja, das habe ich hier so drin. Ansonsten ist es hier wirklich eine Energie von Zufriedenheit, von Sicherheit, Stabilität, Neubeginn. Du wandelst dich, du erneuerst dich, du reifst auch durch eine gewisse schwierige Situation. Ja, da kommt die Reife, da kommt die Weisheit und auch der Aufstieg, ja, der spirituelle Aufstieg. Wahnsinnsenergie, ich lasse es auch so stehen, ihr Lieben. Ich hoffe, dass ich euch hiermit noch eine Freude machen konnte. Und wünsche euch in diesem Sinne einen wunderschönen Samstag. Bleibt alle gesund, passt gut auf euch auf und vielen, vielen Dank für jegliche Wertschätzung in meine Richtung. Ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.